Der Stahlriese ArcelorMittal gerät in Konflikt mit der französischen Regierung. Seit Mitte 2011 lässt der Konzern die Hochöfen im lothringischen Florange wegen rückläufiger Nachfrage stillstehen, vorübergehend, wie es hieß. Industrieminister Arnaud Montebourg erklärte nun, ArcelorMittal habe Verpflichtungen nicht eingehalten und sei in Frankreich nicht länger willkommen. Montebourg erwägt die Verstaatlichung, sollte der Betrieb in Florange nicht bald wieder aufgenommen werden. Mittalchef Lakshmi Mittal wiederum drohte mit dem vollständigen Rückzug aus Frankreich.